Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aurich TV. Ja, unser Daily Report heute Mittwoch, dem 25. März. Und es ist so riesenaufregend, ist es im Moment nicht. Es gibt hier und da einige Details und einige Sachen, über die wir mal eben schnell berichten müssen. Ja, ihr seht, das Wetter ist eigentlich top, eigentlich gar nicht passend zu so einer Krise. Es ist angenehm, die Sonne scheint. Also insofern wünschen wir erstmal allen, bleibt oben, lasst euch die Sonne ins Gesicht scheinen und haltet die Ohren steif. Das mal eben vorweg. Ja, wichtig, ich kriege natürlich jede Menge E-Mails und die Inhalte dieser E-Mails wollen wir natürlich hier auch bei Aurich TV auf Deutsch gesagt verwursten. Unter anderem geht es um diese Ich kaufe in Aurich .de, diese Internetseite, die jetzt programmiert worden ist. Nochmal, wir wollen natürlich auch durch die Krise den lokalen Handel unterstützen und wollen dem Handel helfen. Und ich kriegte heute Mittag eine E-Mail von Willem Block, von Fahrradblock. Und Willem hat natürlich recht. Die Werkstatt ist natürlich geöffnet und die ist natürlich nicht nur bei Block geöffnet, sondern sicherlich auch in den ganzen anderen Fahrradgeschäften hier bei uns im Verbreitungsgebiet. Insofern ist das natürlich mal ein ganz wichtiger Hinweis. Was tut man jetzt bei dem Wetter? Man fährt Fahrrad oder macht einen Ausflug mit seinem Partner oder auch alleine fährt mit dem Fahrrad rum, dann ist das Fahrrad kaputt. Was mache ich dann? Hatte ich jetzt auch schon überlegt, weil bei meinem Fahrrad ist die Lampe abgefallen. Aber dann kriegte ich jetzt, wie gesagt, diese Mail von Wilhelm Block und Blocks Werkstatt ist geöffnet und es gibt sogar einen Hol- und Bring-Service für Fahrräder. Und das heißt also, wenn ihr euer Fahrrad zu Hause habt und es ist kaputt, dann ruft doch bei Block an oder bei eurem Fahrradhändler des Vertrauens. Ich habe jetzt hier Block nur mal exemplarisch rausgegriffen, Telefonnummer 2477 und dann wird das alles geregelt. Natürlich unter den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Hier hängen auch die großen Zettel in der Scheibe, bitte nur einzeln eintreten und so weiter. Also die Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden und sind auch getroffen. Ja, was gibt's noch? Wir haben jemanden, der will auf jeden Fall noch bei unserer Auricher helfen Aurich Aktion mitmachen, nämlich der Nah- und Frischmarkt in Middels in der Westerloger Straße. Das Ganze ist ziemlich formlos. Ich habe mit Johann Strohmann noch mal gesprochen vorhin und Johann sagte, ja, wer mitmachen will, der macht mit und wer eine Spendendose aufstellt, der soll das bitte schön tun. Es geht um die Hilfe für die Alten und die Nutzer der Tafel. Das Ganze funktioniert bisher ganz hervorragend und ganz reibungslos. Da jetzt mal ein Riesenkompliment, nicht nur an unsere im Moment teilnehmenden drei Edeka-Märkte, Nah und Gut Osterkamp in Haxtum, E-Center Bruns und E-Center Jens Cordes, Riesendank, sondern auch an das ganze Backoffice, ans Familienzentrum, an Frau Grau, an Frau Munzig, die da sitzen und koordinieren, an die Johanniter, die aushelfen, an Kirchenvereinigungen, die da unterstützen und mit ausliefern. Das läuft im Moment wirklich Bombe und die Spenden laufen auch ein. Ich habe zwar jetzt heute Nachmittag keinen aktuellen Spendenstand, weil die Bank heute Nachmittag zu war, aber ich habe mal in den Edeka-Märkten rumgefragt, also das Spendenaufkommen ist erheblich und das freut uns sehr, dass diese Aktion so super angenommen wird. Wo wir ganz dringenden Handlungsbedarf sehen, das ist zum Beispiel in Norden. Ich kriegte eine Mail aus Norden, die sagten, ja Mensch, ihr müsst uns in Norden helfen. Wir haben hier keine funktionierende Versorgung, was die Tafelnutzer angeht. Ihr Lieben, bitte wendet euch an die Stadt Norden und an euren Bürgermeister oder an die entsprechende Institution. Wir geben gerne die Auskünfte, wie es funktioniert und wie wir das organisiert haben, ohne Problem. Aber bitte Verständnis, es ist für uns schlechterdings nicht möglich, über unseren Umkreis in Aurich großartig hinauszugehen. Wir können uns nicht um die Gemeinde Große Fehn, um die Gemeinde Ilo, um Friedeburg und Norden kümmern. Das schaffen wir einfach nicht, weil wir gar nicht die Kapazität haben, die Lebensmittel ausliefern zu können. Also bitte wendet euch vor Ort an eure Verantwortlichen und wenn die nicht wissen, wie sie es machen sollen, dann sollen die sich bei uns melden, gern auch bei uns redaktion@aurich.tv und wir leiten das dann weiter. Ja, ein Hilferuf heute von Thilo Röhrig vom Hagebaumarkt. Ja, hat mich sehr berührt. Diese E-Mail wird auch hier jetzt ausführlich thematisiert. Die Baumärkte dürfen ja nicht mehr verkaufen. Die dürfen auch kein Kiosk System betreiben, die dürfen die Ware nicht rausgeben, die sind einfach im Moment dicht. So, jetzt hast du aber das Problem, da kommt halt die ältere Dame, der zu Hause der Duschschlauch geplatzt ist oder es sind die Neonröhren kaputt gegangen oder. Und diese
diese Leute kriegen im Moment keine Versorgung, was diese doch notwendigen Sachen angeht. Da hat der Thilo Röhrig natürlich recht, das ist ein Riesenproblem und das wird auch in anderen Gemeinden anders und nicht so stringent gehandelt wie hier im Landkreis Aurich. Ich weiß, wir haben einige Zuseher im Landkreis Aurich. Bitte nochmal prüfen, inwiefern könnte man es lockern, dass vielleicht auch ein Baumarkt, ob das nun Thom ist oder Hagebau oder wer auch immer, ist ja jetzt mal völlig egal, wenn die wenigstens in so Notfällen Ware rausbringen können oder wenn die Menschen es abholen könnten, das wäre natürlich schon auch eine sehr wichtige Geschichte, weil ich meine, wir reden viel über Gesundheit. Wenn man dann nicht duschen kann, weil der Duschschlauch geplatzt ist, hat das natürlich auch was mit Gesundheit zu tun und da bitte mal eben überlegen, ob man da was machen kann. Ja, noch eine tolle Initiative, die mir angetragen wurde von Anne Albers aus Aurich. Und zwar sagt Anne Albers, wir haben das Problem im Moment, dass es vermutlich etliche soziale Vereinsamung gibt. Was meine ich damit? Alte Menschen, die im Moment zu Hause bleiben, die Angst davor haben, unterwegs zu sein, die sich nicht anstecken wollen mit Corona, weil sie sind natürlich in der Risikogruppe. Und damit diese Menschen nicht vereinsamen, hat also Anne Albers mir eine lange Mail geschrieben und hat gesagt, Mensch, also ich würde mich hinsetzen und würde mit den Menschen einfach telefonieren. Ich kann mit denen sprechen über Gott und die Welt, übers Wetter, über was weiß ich was alles. Einfach, dass sie nicht so alleine sind, sondern ich würde mich anbieten etc. etc. Finde ich eine ganz tolle Idee, Anne. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Super Sache. Wir würden gerne das auch insofern managen. Wir werden jetzt hier die Telefonnummer nicht einblenden. Wir haben die Telefonnummer natürlich da. Aber wenn es da Gesprächsbedarf gibt, wenn ihr wisst, da sind alte Menschen, die sind alleine, dann schickt uns doch einfach mal die Telefonnummer und vielleicht gibt es ja auch noch mehr Aurich TV-Zuschauer, die jetzt sagen, Mensch, ich hätte wohl mal am Tag eine Stunde oder zwei Zeit, einfach mit alten Menschen oder mit einsamen Menschen zu telefonieren. Versuchen wir doch einfach mal, ob wir das hinkriegen und ob wir das nicht verbessern können, dass sich die Älteren nicht mehr so einsam fühlen. Ja, das war unser kurzes Update heute vom Mittwoch. Wie gesagt, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben blauen Himmel. Darum auch wieder die Mafia-Brille. Jürgen hat schon gelacht. Ich sage nur, lasst uns den Kopf oben behalten. Die Sonne im Gesicht. Oben ist es immer am besten. Seht zu, dass ihr oben bleibt, dass es euch gut geht, dass ihr euch nicht ansteckt. Bleibt gesund. In dem Fall, herrlich ehrlich, bleiben wir. Laufen ganz stramm auf die 10.000 Abonnenten zu. Grandios. Vor 10 Tagen waren es noch 3.800. Dank an euch. Wir sind für euch da. Herrlich ehrlich, bleiben das. Und bleibt gesund. Bis morgen.